Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Test. Wie ihr wohl schon sehen könnt, spielen wir Warzone. Ich habe einen Beta-Key von einem Kollegen geschenkt gekriegt und wir werden das Spiel jetzt mal ein bisschen anspielen. Ich habe das Spiel von vorne ein bisschen gespielt, damit ich mich ein bisschen mit der Steuerung bekannt machen kann und wie die Spieler hier so ticken. Also das Spiel ist sozusagen so meiner Meinung nach sehr asozial. Gibt's fast keine sozialen Spieler. Wenn du da mal gesehen wirst, wirst du direkt gekillt. Ja. Also, würde ich mal sagen, gehen wir mal mit dem Spieler hier rein. Wir kriegen mal noch diesen Spieler hier. Ist eigentlich egal, wie der heißt. Der heißt jetzt Raphael LP oder Raphael P. Aber gehen wir mit dem der Raphael LP rein. Den, reviven wir mal noch. Ja, das heißt, ich bin mit dem schon mal gestorben. Da hatte ich relativ viele Sachen. Aber, naja, kann man nichts machen. Okay, es wird wohl so eine Stunde gehen, jetzt dieses Let's Test, würde ich jetzt mal sagen. Und ich werde das Ganze dann in 4 Parts hochladen. An je 15 Minuten, würde ich jetzt mal sagen. Bin mir da noch nicht so ganz sicher, wie wir das Ganze dann bewerkstelligen wollen. Ja, und jetzt dauert das eine Weile, bis das Ganze da revived ist, bis der Spieler wieder revived ist. Und seine 100% Leben noch wieder bekommen hat. Wie man auch sehen kann, ich habe mir schon ein paar Spieler erstellt. Ja. Keine Ahnung. Ich muss mal schnell schauen, ob ich im Teamspeak zuhören bin. Microphone activated. Microphone muted. Sound resumed. Sound muted. Okay, also ist alles okay. Im Teamspeak bin ich nicht mehr zu hören. Von den Kollegen, ja, also wollen wir doch mal starten mit dem Spieler hier. Quick Join. Mal sehen, wo wir da landen. Eigentlich sollte man dort landen, wo ich gestorben bin, aber das kann man ja nie wissen. So. Ja, mal zu den Informationen, was Warzone eigentlich genau ist. Warzone ist ein Klon von DayZ, ein Standalone sozusagen, das vor dem eigentlichen Standalone von DayZ rausgekommen ist, befindet sich zurzeit in der Beta, in der Vorbeta oder ja, Pre-Beta sozusagen, oder nee, Pre-Alpha sogar. Meine Schwierigkeiten mit dem Unterscheiden zwischen Alpha und Beta. Es befindet sich jedenfalls noch nicht im Endstadium, das Game. Das wird noch sehr viel kommen. Sie bringen auch in letzter Zeit sehr viele Patches raus. Und ich habe mir überlegt, ich werde das Spiel kaufen und dann mit euch zusammen ein bisschen zocken. Ich werde dann auch immer wieder mal sagen, auf welchem Server ich gerade bin. Aber das ist natürlich dann die Chance sehr groß, dass ihr dann mit eurem Stuff oder mit eurem Sachen auf den Server kommt und mich abknallen wollt. Aber mal sehen, ich spiele das Ganze dann auch mit ein paar Kollegen zusammen, vom Zockerhub-Clan. Die haben auch einen YouTube-Channel, den werde ich dann an dieser Stelle auch mal verlinken. Weiß noch nicht genau wo, vielleicht hier oben links oder, ja, mal sehen. Vielleicht auch nur in der Beschreibung. So, jetzt geht's los. Musik hat dann ausgestellt. So. Bald, ja, jetzt ist sie aus. Und los geht es. Wir sind jetzt... Hey, wake up. Hier, und ich werde gerade angeschrieben. Okay, ich gehe mich mal... Ich mache hier schnell mal eine Aufnahmepause und komme gleich wieder. Bis dann. So, da bin ich auch schon wieder. Ja, es könnte sein, dass ich an einer Stelle gespawnt bin. Nee, ich bin eigentlich noch im gleichen Ort. Weil mein Spiel ist abgekackt. Das tut mir leid, falls das so ist. Ja, ihr könnt ja das besser beurteilen als ich. Mal sehen. Ja, weiter geht's im Takt. Meine Mission, also das Ziel, das ich mir gesetzt habe, ist jetzt in die untere Safe Zone zu kommen. Das ist diese hier. Weil da ein Kollege auf mich warten wird. Oder ja, der sich jetzt einfach ausgelockt hat. Der mir dann meinen Loot zurückgeben wird. Das, den ich verloren habe beim Kampf gegeneinander. Hat er sicherstellen können und wird ihn mir dann wieder zurückgeben. Hier haben wir ein abgestürztes Flugzeugwrack. Das sind meistens Leute. Das werden wir jetzt mal großräumig
umrennen oder whatever, wie wir das so machen wollen. Ich auch mal, jetzt auf dem Server sind nicht so viele Leute. Ja, doch. Eigentlich schon noch. Und mir geht schon die Puste aus. Super. An Stuff habe ich jetzt gar nichts dabei. Das ist am Anfang, wenn man einen neuen Char erstellt, einen Charakter, ist es dann anders. Da kriegt man einen Riegel, etwas zu trinken, eine Taschenlampe, Medipacks, und sonst noch irgendwas. Weiß ich aber jetzt gerade nicht genau, was sonst noch. Ja, wie gesagt, das sollte man jetzt großräumig eigentlich um Laufen oder um Rennen oder was auch immer. Weil sich da meistens dann der Abschaum tummelt von den Spielern. Die tummeln sich dann bei so Plätzen, bei denen dann auch viel Stuff rumliegen könnte und dann andere Spieler natürlich ihr Glück versuchen wollen und die werden dann gnadenlos abgeknallt. Das sieht man auch hier an den ganzen Sachen hier. Wenn irgendjemand hier jetzt Bandit als hinter dem Namen hätte, dann wäre er jetzt einer, der sehr viele Leute abknallen würde, um die auszurauben. Aber so es scheint, hat jetzt hier noch keiner Banditenstatus auf dem Server. Das ist natürlich umso besser, aber natürlich werden auch hier Leute abgeschossen. Ja. Ansonsten rennen wir jetzt einmal so ein bisschen durch die Gegend. Allzu viel kann ich euch ja nicht zeigen, da ich jetzt auch noch keine Waffen habe. Was ich dann, also ich mache ja garantiert mal ein Let's Play draus, weil mich das Spiel eigentlich fasziniert. Genauso wie dann auch das DayZ Standalone, wenn wir auch dann natürlich auch kaufen. Auf das warte ich jetzt eigentlich schon die ganze Zeit. Ich vertreibe mir jetzt die Zeit so nicht ein bisschen mit WarZ. Weil die Standalone wird ja erst kommen, wenn das Arma 3 draußen ist. Weil die wollen ja eine Engine, so eine Mixed Engine aus Arma 2 und Arma 3 machen. Ja. Also, WarZ ist eigentlich so etwas wie DayZ. Nur gibt es hier eine Global Inventory, das heißt, man kann, wenn man in so einer Safe Zone drin ist, kann man sich ausloggen und kann seinen Stuff so in ein Global Inventory reinpacken. Damit man das auch immer wieder hat. Mal schauen, wo wir denn jetzt genau hinrennen. Wir rennen hier gegen eine Farm, das wollen wir nicht. Wir möchten eigentlich lieber hier hin. Ja, und man sieht jetzt hier auch einen Chat nebenbei. Der Chat jetzt steht hier global. Das sind die Leute, das ist der globale Chat, der die ganzen Leute auf dem Server lesen. Und dann gibt es noch den zonenbezogenen Chat. Da können nur die Leute, die in deiner Nähe sind, können dann das Zeug lesen, was du da schreibst. Das ist natürlich dann von Vorteil, wenn man in anderen Spielen sieht und dem klar machen will, dass man freundlich ist. Wobei man eigentlich in dem Spiel nicht darauf gehen kann, wenn der eine sagt, er ist freundlich, dass er freundlich ist. Wenn er was dann, dass er sagt, ja, komm, sag mal, ich bin freundlich. Ich schieß dich trotzdem ab. So, jetzt hab ich's. So, jetzt haben wir da irgendetwas. Ach, das ist einer, der hat eine bestimmte Version von WarZ gekauft. Wenn er so gelb ist. Was ich auch schon mal gesehen habe, ist ein Megabandit. Aber keine Ahnung, wie man das genau hinkriegt. Dass man da Megabandit wird. Rennen wir in die richtige Richtung? Ja, wir rennen in die richtige Richtung. Super. Ich hoffe, wir kommen heile an. Weil, das ist ein bisschen scheiße. Ich bin jetzt da, haben mir etwa 5-mal neuen Char erstellt, bis ich dann endlich mal so in der Nähe von der unteren Safe Zone war, damit ich da auch heile ankomme. Wir müssen dann unsere Kräfte ein bisschen sparen, damit wir auf den letzten paar Metern oder Kilometern oder was auch immer durchrennen können, weil es gibt so viele Spieler, die warten am äußeren Ende der Safe Zone auf Leute wie mich beispielsweise und schießen die dann gnadenlos ab, um ihren Stuff zu nehmen und dann das Ganze in ihren Global Inventory einzupacken. So, mal sehen, ist das, was ich denke? Nein, das ist Shibby. Na, wie heißt das Ganze? Sleepy Christ. Okay, nein, da sind wir noch lange nicht am Ziel. Das wird jetzt auch ein paar, ja. Boah, sie besteht eigentlich hauptsächlich aus Rennen und Überleben.
Mehr Inhalte gibt es noch nicht, aber sie haben vor, oder ich würde es mir wünschen, dass sie noch so irgendetwas mit einem Tauschsystem einbauen würden. Jetzt müssen wir da mal schauen, ob wir da überhaupt rüberkommen. Also hier kommen wir noch rüber, aber dann wird es dann ein bisschen, da müssen wir dann im Walde entlang und hoffen, dass wir heile in die Safe Zone reinkommen. Jetzt hat er gesagt, einer, ja, jetzt seht ihr es. Der Gunner Mats irgendetwas ist jetzt ein Bandit. Das heißt, er hat jetzt ein paar Leute gekillt. Und er prahlt jetzt natürlich mit seinem Bandenstatus. Ich habe jetzt noch nie einen gekillt. Ich habe einfach ein paar Zombies gekillt. Aber ansonsten, was einfach so ist, wenn man neu reinkommt oder sich wieder revived hat, hat man eigentlich überhaupt nichts an Waffen. Und dann sollte man eigentlich eher den Zombies aus dem Weg gehen. Und sich sichere Zonen suchen, sozusagen. Indem man dann irgendetwas findet, was man gebrauchen kann. Als erstes würde ich mal empfehlen, so als kleiner Tipp, sucht euch einen Hammer oder einen Baseballschläger. Dann hat man schon mal eine kleine Waffe, mit der man sich verteidigen kann. Und dann geht mal ein bisschen auf Zombiejagd oder auf Menschenjagd, was auch immer. Um euch dann den restlichen Stuff auch zu holen. An Waffen gibt es Shotguns, es gibt Pistolen, es gibt MPs, also automatische, also vollautomatische Waffen und so weiter. Und die ganzen schreiben jetzt da mal im Chat Airport, Airport, Airport. Da waren wir jetzt gleich. Da waren wir, sind wir gestartet in der Nähe des Airports, den man hier unten sieht, das ist der Airport. Kann man auch lesen. Man sieht jetzt hier auch, dass hier noch so verpixelt ist. Das ist ein Teil der Map, der noch aufgedeckt wird. Ganz am Anfang war das Ganze irgendwie nur hier. Dieser Teil hier war aufgedeckt. Oder sogar nur hier. Bei Camp City oder... Ja, Camp City. War noch nicht aufgedeckt. Und dann sind die Leute... beim nächsten Patch war dann diese Map hier und Map-Teil aufgedeckt und dann kommt dann weiter hier noch weiter. So, dann rennen wir mal weiter. So von der Grafik her, ich spiele jetzt auf Low, also Scheiße sozusagen, weil ich ansonsten nicht gut aufnehmen kann, weil das ganze Spiel dann ruckelt. Aber ansonsten wäre die Grafik eigentlich super nice. Man sieht hier so verschwommene Texturen. Das ist jetzt einfach, weil ich auf Low spiele. Damit müsst ihr euch jetzt leider abfinden, aber wenigstens sieht man das Gras. Man kann genauso wie bei Daisy mit Y kann man sich hinlegen. Mit Control kann man sich ducken. Mit Shift kann man rennen. Mit Leertaste kann man, also Space kann man hüpfen. Mit der Maus bewegt man seine Kamera. Was gibt's noch zu sagen? Mit I kommt man ins Inventory. Dann kann man mit F2 und F1 könnte man in den Chat schreiben. Ob jetzt global oder zonenbezogen. Kann man dann auswählen. Aber das mache ich jetzt nicht, weil mich dann die anderen hören würden und das wäre nicht so super. Wir haben unsere Boost jetzt eigentlich aufgebraucht, deshalb rennen wir also einfach nur noch normal durch die Gegend. Und mal sehen, wie weit wir jetzt sind. Okay, wir gehen jetzt schön hier den Berg entlang, rundherum, und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Dann sind wir in der unteren Safe-Zone, dann werde ich diesen Char mal einfach in der Safe-Zone lassen. Und werde ich da mal mit meinem anderen einloggen. Und natürlich mal zuerst mal schauen, wie viel ich denn schon aufgenommen habe. Und ansonsten, ja,
gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Es wird dann noch so ein kleines zusammengeschnittenes Teil kommen. Das habe ich jetzt nebenbei auch noch ein bisschen aufgenommen, als ich mit den anderen gespielt habe. Mal sehen, ob ich da irgendetwas Brauchbares zusammenkriege. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Ich habe jetzt genug quasi aufgenommen. Das Spiel macht mir auch wieder ein bisschen Spaß. Nicht so wie ja jetzt Worms Reloaded. Das ist jetzt in letzter Zeit, hat mir das überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Ich komme auch nicht in dieser letzten Mission, in der wir dann letztes Mal verblieben sind, komme ich einfach nicht weiter. Auch offscreen komme ich da nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und natürlich mit Screen, also mit Aufnahme schon gar nicht. Das kann ich komplett vergessen. Und ansonsten gibt es eigentlich nichts zu viel zu sagen. Ich habe mir das Spiel Fallout 3 gekauft. Das wird dann in Kürze auch noch Let's Played. Ich bin mir noch überlegen, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr eher sehen wollt. Ob Portal 2 oder Fallout 3. Würde mich mal interessieren. Schreibt es doch mal in den Comments, was ihr denn eher sehen wollt. Dann wird noch kommen Primal Carnage, wie beim LPA, mit dem ich auch schon ein paar Sachen gemacht habe. Der ist dann natürlich auch wieder dabei. Und ansonsten, was gibt's noch? Ach ja, genau, das nächste Let's Test wird dann ein Let's Test zu Battlefield 1942 sein, das ist ja jetzt neuerdings gratis auf Origin erhältlich ist. Unter den Downloads, Demos kann man das sich runterladen. Einfach weil Battlefield schon seit, glaube ich, 10 Jahren existiert, haben sie sich gedacht, ja komm, gehen wir mal das allererste Battlefield, das wir gemacht haben, gehen wir mal gratis zur Verfügung. Genauso wie die Battlefield 3 User unter euch können sich ja als Premium, glaube ich, ist das nur, bin aber nicht ganz sicher.